Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dein erstes eigenes Pferd. Dein eigenes Pferd. Dein erstes Pferd. Dein erstes Pferd. Wir wollten noch immer hier die Highlights cracken. Und ich habe schon fast geschafft, mal eben. Denn ich will irgendwie diese Rennen hier freigespielt bekommen. Ich weiß aber nicht, wie ich das schaffen soll. Wahrscheinlich muss ich hier überall eine... Ne, so ein Geschenk, ich weiß es nicht. Oder ich muss die Rennen noch finden. Aber da wüsste ich jetzt... Wenn du länger unterwegs bist, solltest du einen Hafersack für das Pferd mitnehmen. Dann kann sich das Pferd stärken. Ein Hafersack. Ich soll also einen Hafersack mitnehmen. Wie komme ich denn zurück zum Hof? Da ist ja Annika. Sie möchte mit ihrem Pferd ausreiten. Ja. Sie reitet auf einem Vielseitigkeitspferd. Ich weiß. Sie möchte... Oh Gott. Sie möchte mit ihr, ob Parcours oder durch Wald und Flur. Na. Wusstest du, dass beim Laufen mehrere Tonnen Gewicht... Hör auf zu labern! Oh Mann, ey. Nein. Da steht einiges über den Pferdehof. Aber ich komme nicht mehr zurück. Wie komme ich denn zurück? Leute, wirklich. Wie komme ich denn jetzt zurück zum Pferdehof? Geht's hier nicht irgendwo nach Hause? Ich will doch nur nach Hause. Möchtest du den Reiterhof wirklich? Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Findest du das Spiel richtig cool? Ja. Soll ich noch ein bisschen spielen? Ja. Soll ich eher aufhören? Nein. Darf ich überhaupt aufhören? Nein. Darf ich überhaupt irgendwas? Nein. Oh. Also muss ich jetzt für alle Ewigkeiten dieses Spiel spielen? Ja. Ja, ja. Ah. Okay. Kann ich zurück zum normalen Hof und da die Aufgaben machen? Nein. Oh, okay. Also ich kann nur noch hier das Rennen machen. Ja. Voll. Das finde ich doof irgendwie, oder? Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Du bist dir nicht so sicher? Nein. Also ja. Doppelte Verneinung. Ja. Okay. Und das hier ist Nein. Rico. Nicht? Wer ist das dann? Ist das ein anderes Pferd? Ja. Wo ist denn Rico? Ist Rico noch da? Nein. Ist er weg? Ja. Oh. Und kriege ich ihn jemals wieder? Nein. Okay. Ich würde trotzdem lieber gehen. Geht das in Ordnung? Nein. Ja. Nein. Okay, dann kümmere ich mich heute um ein anderes Pferd. Ich müsste trotzdem wissen, wie ich hier rauskomme, weil irgendwie... geht es da? Oh Mann, da unten, das wäre so einfach gewesen. Wow. Nein. Wo geht's denn da hin, Boys? Achso. Ist ja gut. Chill dich, Alter. Entspann dich. Möchtest du dich nicht mal um Rico kümmern? Ja, Alter Schwede. Ich kümmere mich ja schon um das Pferd. Wie immer aufdringlich es ist. Dieses Rico ist... Boah Gott. Die reden immer so mega viel, ey. Das ist ein Hammer. Ja, komm, ich miste hier mal. Komm, misten. So, patsch. Da freut sich Rico. Ja, da freut sich Rico. Bin ich fertig? Ah, ich bin fertig. Geil. Eine Pferdebox muss so groß sein, dass sich ein Pferd ohne Probleme drin ringen kann. Okay. Wo kommt denn das Licht her? Ach so, von da oben. Okay, wo kann ich hier noch Spiele spielen? Ich muss doch diese anderen Spiele noch finden. Oder muss ich die irgendwie freispielen oder was ist hier? Oder? Oh Mann, ey. In einem Pferdestall muss es mindestens einen Erste-Hilfe-Kasten geben. Ist das so? Wer sagt das? Ich würde halt... Kennst du schon die einzelnen Bestandteile des Hufes? Ja. Achso, das wollte ich In nicht machen. In einem Pferdestall muss es mindestens einen Erste-Hilfe-Kasten geben. Ich glaube, ich muss die einfach nochmal machen, damit ich das bei den anderen das freigeschaltet bekomme. Ich finde die jetzt so nicht. Wollen wir es einfach mal probieren, Leute? Okay. Aber wie schaffe ich denn das? Zum Beispiel Tetris ist ja super langweilig.
Da bekomme ich ein Brot. Klicke auf die Glocke, um einen Parcours zu reiten. Okay. Dieser Parcours besteht aus 8 Hindernissen. Boah, voll schwer. 1, 2, 1, Wasser, 3, 1, Wasser, 3, hoch da. Wasser, 3, hoch, so. Mist. Das hast du dir nicht richtig gemerkt. Verflixte Kiste. Dieser Parcours besteht aus 8 Hindernissen. Ja. 2, so, da. Also 2, 1, 2. 2, 1, 2, hoch. 2, 1, 2. Hoch, das, das, das. Mann. Das hast du dir nicht richtig gemerkt. Ah, ich bin so doof, dieser ey. Dieser Parcours besteht aus 8 Hindernissen. Ich bin so doof, ey. Ich kann das nicht richtig machen. Tut mir leid, so. Also erstmal die, dann das, dann das, dann das, dann das, dann das. Erstmal die, so. Dann das, dann das, dann das, dann das, dann das. Cool. Ich habe mal was richtig gemacht. Ah ja, es ist aber auch schwer hier, wenn man hier alle richtigen haben will. Vor allem, ich weiß noch nicht mal, ob ich dann hier diese Rennen bekomme. Ich hätte gerne ein Springturnier gemacht. Ach, ist das blöd. Aber vielleicht kriege ich das dann erst am Schluss und sagen mir so, ah, jetzt bist du bereit für ein echtes Springturnier oder so. Oder weiß ich ja nicht. Jetzt muss das Pferd über 9 Hindernisse springen. Boah, 9 Hindernisse. Okay, das, das, das. Dann dahinter, wenn es wirklich eine logische Schlussfolgerung hätte. Okay, das, 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 dahinter. Da, 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 da. Piu, ging gerade nochmal so gut. Das war irgendwie, ich müsste das so mit dem Stift nachmalen auf dem Monitor. So, so, eins, zwei. Dann habe ich lauter Striche auf meinem Monitor. Oder irgendwie so ein Papier drüber hängen, ne, und das dann so durchmalen. Oder einfach gut aufpassen. Geht beides. Meistens. Das war klasse. Geil. Du hast dir jeden Parcours gemerkt und Danke. Bist über alle Hindernisse in der richtigen Reihenfolge gesprungen. Ach, wie schön. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ach, wie schön. Schau mal auf die Übersichtsseite im Notizbuch. Wie schön. Und wenn du noch ein paar Leckerlis für Rico haben möchtest, weißt du ja, was zu tun ist. Nein. Hier habe ich doch gar nie ein Leckerli bekommen, oder? Habe ich jemals ein Leckerli bekommen? Ein Geschenk. Mit der Schleife sieht Rico toll aus. Was ist denn hiermit? Wann bekomme ich denn die? Das ist im Stall und das ist irgendwie ein Turnier. Ach, ist das ist ja schon ein bisschen komisch hier alles. Okay, dann muss ich nochmal den Arzneikoffer machen. Wir müssen sowieso wahrscheinlich es alle, wichtig, oder? Es ist wichtig, dass du dich bei der ersten Hilfe gut auskennst. Ruhig. In welchen oder welche Koffer gehört das? Ja. Rettungsdeckel. Richtig. Mhm. Weiter. Verbandsschere. Oh, das ist auch für Menschen. Das war nicht richtig. What? Okay. Rettungsdecke. Menschen. Richtig. Verbandsschere für beide. Ja, kriegen beide, okay. Was ist mit meiner Maus? Sie reagiert irgendwie nicht richtig hier. So, Verbandsschere kriegen beide, ne? Prima. Prima, sagt sie. Spray. Ah, Spray für Pferde. Ja. Ja, das Pferdespray, das spreche ich mal. Mullbinde ist für beide. Bescheid. Ich weiß, ich weiß. Thermometer. Oh, das ist ja auch für beide. Gut gemacht. Mhm. Ja, ja. Und jetzt? Kompresse. Kompresse ist auch für beide. Du weißt Bescheid. Ja. Du kannst so viele Sachen auch bei dem Pferd benutzen. Nasenbremse, die braucht ein Mensch immer. Ja. Ja, wenn die Nase zu lang wird, Zange. Dann braucht man eine Nasenbremse. Klasse. Die Oder erste Hilfekoffer sind richtig gepackt. Du weißt, was in den Koffer für Menschen und in den für Pferde gehört. Der Zahnarzt hat aber erste eine Zange. Für eine Notfallversorgung bist du jetzt gut gewappnet. Geilo. Und wenn das Pferd eine größere Verletzung hat, rufe immer den Tierarzt. Ja. Jetzt kannst du dir erst einmal dein Geschenk abholen. Geil. Auf der Übersichtsseite in deinem Notizbuch findest du es. Ah, oh, wie schön. Und was ist es? Ah, Rezept Leckerli für Pferde. Da kann ich mir selber was machen. Wo ist sie denn hin? Oh, ich will das nicht wieder machen. Ich kann deine Hilfe gut. Mann, das war so richtig nervig. Okay, komm, Level 1, so, so,
so, ja, so. Okay, ein bisschen hier. Da, 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 da. So, wir machen... da hätte ich ihn fast vergessen, da hinten rein zu keilen. Und das hier kommt dorthin. So. Und der hier kommt dort drauf. Und der hier kommt dort drauf. Und der da kommt hier rein. Und der kommt dahin. Der kommt da unten rein. Auf den habe ich gewartet. So, schön. Oh, das ist ein Problem. Nee, eigentlich nicht. Aber wie soll das jemals fertig werden? Oder wie viel Level muss ich denn schaffen, damit ich das jetzt succeede? Ich weiß es ja nicht, meine lieben Freunde. Wir sind doch Freunde, oder? Nein, nicht? Oh, okay. Gut. Ich dachte. Okay. Ist das überhaupt möglich, das zu schaffen? Manchmal frage ich mich dann, geht das überhaupt? Nein, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hat er jetzt nur getan? Was habe ich nur getan? Den kann ich vielleicht da unten so und dann... Aha! Genau so wollte ich das machen. Wo tue ich denn den jetzt hin? Hier so? Damit ich hier so ein bisschen höher gewinne. Ja, jetzt brauche ich aber dann nur noch einen da links. So, der ist perfekt. Puh, jetzt hatte ich schon... Ich hatte schon kurzzeitig die Befürchtnis, ich würde es nicht hinbekommen. Aber jetzt bin ich wieder total entspannt, meine lieben Freunde und Freundinnen hier des gediegenen Reitsports, Unterhaltungsbusinesses. So. Ich weiß halt wirklich nicht, wie lange muss ein Mensch Tetris spielen, damit der Herr Tetris irgendwann sagt, der Gott des Tetris irgendwann sagt, ja, nur ist gut, du hast bewiesen, dass du des Tetris mächtig bist. Es reicht. Aber wahrscheinlich ist die Antwort noch sehr, sehr viel Tetris. Leider. Aber naja. Es wäre nicht, ne? Tetris, wenn es nicht so wäre. Oder so. Hier. Puh. Den bräuchte drüben auf jeden Fall. Das war gut. Das war gut, dass ich den jetzt da bekommen habe. Den können wir hier hinpacken. Den können wir da hinpacken. Und den können wir nämlich nirgendwo mehr hinpacken. Da muss ich ihn so hinpacken. Packe ich mal so hin. Das ist alles sehr suboptimal, wie das hier ist. Alles sehr suboptimal, meine Lieben. Pff, oh Gott, das war jetzt nicht so gut. Okay, wir machen hier wieder ein bisschen Platz gut. Ich dachte echt, dass man... Wann bin ich denn fertig? Wann ist dieses Spiel denn vorbei? Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich mache das schon alles hier richtig. Oder ich hoffe zumindest, dass ich alles richtig mache. Wissen tut man das ja nie bei so einem Pferdespiel, ne? Ob das alles okay, was man tut. Das wird ja mir nicht erklärt. Ist immer nur so, ja, mach mal. Und dann machst du, und dann ist es eh falsch. So. Den könnten wir da unten reinpacken. Ah, Mist, jetzt habe ich da oben eine Lücke. Solche Lücken dürfen eigentlich nicht entstehen. Seht ihr, was ich meine? Da oben diese Lücke voller Tücke. Was mache ich? Der müsste jetzt da rein, ne? Der würde nämlich perfekt da unten reinpassen. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich hier eine tückische Lücke, habe ich hier gemacht. Jetzt mache ich ganz viel Unfug, mache ich jetzt gerade. Weil die da unten will ich jetzt niemals wegbekommen. Seht ihr das? Niemals bekomme ich diese da unten weg. Nicht in 10 Jahren. Und dann ist vorbei. Jetzt habe ich es verkackt. Wie man so sagt. Wie man so schön sagt. Ne? Verkackt. Ja. Brumm. Oh nein, gar nicht brumm. Oh Gott. Ja, jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt ist es ganz, ganz dumm ist das jetzt gelaufen. Verstehen Sie? Richtig unschön. Und jetzt. Du machst das prima. Danke.
Du hast genug Strohballen gestapelt, um in der schwereren Runde weiterzuspielen. Oh, phew. Hast du Lust? Ja. Klicke auf die Glocke. Ich muss ja, sonst kriege ich ja nicht meinen Bonus hier. Sonst das ist die Bestenliste. Bist du aufgepasst? Das Spiel wird schwerer. Ja, ich merk's. Fülle die leeren Stellen. Die leeren Stellen soll ich aufhören? Leerstellen. Ich bin doch kein Ausbilder. Oder doch? Ich bin nicht. Oder ein Ausbinder, ja, weil wir sind ja im Pferdereitsport. Aber man reitet ja nicht mit Ausbindern, oder? Macht man das? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, nicht. Ich habe das so gelernt, dass man das nicht macht. Ja, das mache ich dann so. Das mache ich dann so. Und den hier tue ich da drauf. Und da kommt ein Vierer, den mache ich hier rein. Und den tue ich da drauf. Mann, ich brauche jetzt nochmal so einen quadratischen, also einen länglichen. Den bräuchte ich noch, so einen länglichen. Wenn der mal irgendwann kommen würde, das wäre natürlich ein Traum. Oje, oje. Oje, Mini. Der kommt aber auch nicht, ne? Das ist ja wirklich nicht so schön. Oh, ich glaube, ich habe irgendwo einen drastischen Fehler gemacht, mein Lieben. Ah, nein. Oh Gott. Ich habe verkackt. Ich weiß, ich sag's öfter mal, aber stimmt auch jedes Mal. Es du hast schwer gearbeitet. 44 das Punkte. Das Geschenk hat es leider noch nicht ganz gereicht. Ja, ich weiß. Klicke auf die Glocke und starte gleich einen neuen Was Versuch. Für ein schweres Spiel, wow, oder? Krass, Leute, krass.